Man bricht nach Collapse Joint zusammen. Schon wieder wird in der Hauptstadt ein Vorfall bekannt, bei dem das Rauchen eines Joints im Krankenhaus endete. Der Fall ereignete sich bereits am Dienstagmorgen gegen 5 Uhr am S-Bahnhof Friedrichsfelde Ost, wie die Bundespolizeidirektion Berlin am Donnerstag mitteilte. Demnach wurde ein 21-Jähriger beim Warten am Bahnsteig von einem Unbekannten angesprochen. Der Fremde bot ihm an, an seinem Joint zu ziehen. Nach nur zwei Zügen brach der junge Mann zusammen, der Unbekannte ergriff die Flucht. Rettungskräfte brachten den 21-Jährigen in ein Krankenhaus. Das steckt in den Collapse Joints. Hilflos nach einem Zug, was steckt im Berliner Collapse Joint? Was ist das für ein Joint, der nach einem Zug bewusstlos macht? So passierte es zwei Frauen auf Berlins Partymeile. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Unbekannt ein und warnt in diesem Zusammenhang vor einer möglichen neuen Masche im Zusammenhang mit sogenannten K-Joints. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Rufnummer 030-2977-790 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.